walk away. Don't walk away from me. This one heavy shit, Cairo. Don't walk away from me. Know what I'm finna do. So Leute, herzlich willkommen zurück hier auf dem Big Channel. Mein Name ist Max bzw. Charlie und wir sind hier bei der 7. Episode von Living Big. Wir sind in den Vereinigten Staaten, wir sind zur IAM Dallas hier in Texas. Es ist auf jeden Fall ein anderer Lifestyle hier. Hier sind es einfach konstant 34, 36 Grad. Ist übertrieben heiß, der Prac Room ist eine Luxus-Suite einfach. Es wird, glaube ich, geile Food-Reviews kommen. Es werden hoffentlich geile Games natürlich auch noch morgen kommen. Das erste Match ist gegen Navi. Ein Best of One. Das seht ihr aber wahrscheinlich dann im nächsten Vlog erst. Wir haben einen so einen halbwegs geheimen Media Day mit Logitech G. Mal gucken, was ich da filmen kann, aber ich nehme euch einfach mal mit. Und natürlich nochmal den ganz normalen Media Day mit der ESL. Freut euch auf die Vlogs, wenn sie euch gefallen. Wie immer, lasst eine Bewertung da. Und jetzt auf geht's zum ersten Vlog hier von der IAM Dallas. Macht euch gemütlich, ihr beiden. Hereinspaziert mal. Präsident de Castro, was machen wir heute? Wir machen heute Media Day bei Logitech und wir werden ein paar sicke Aufnahmen machen mit neuem Stuff von dem. Und ich muss natürlich auch öffentlich bekannt machen, dass ich Präsident bin, deswegen fahren wir da heute hin. JDC 2024. We are on our way. Stell dir vor, ich fahre mit so einem Ding einkaufen. Bam! Tschüss. Ah, ich bin nicht männlich genug, um so eine Karre zu fahren. Ich sagte, es ist. Klar. Da fehlt mir ein bisschen Testosteron. Ich glaube, das kommt dann einfach damit. Nein, Mann. Ich bin nicht mal ein Bart, Alter. Ich kann doch nicht so ein Auto fahren oder nicht ein Bart haben. So, why do you think it's important that Logitech G works with pro players to understand their needs? It's the best way of creating something new, especially for competition, if you actually talk to the people competing, because most of them know exactly what is good and what not, and what helps them especially perform. And so I think you need to always be in contact with players in order to make the best equipment. Bisschen Setup, bisschen Bling Bling, bisschen was gibt's noch, bisschen blablabla. Was gibt's noch? Du hast alles schon gut zusammengefasst, Digga. Ja, ne? Blablabla, Bling Bling. Man lebt. Wie war's bei Logitech? War sehr geil. Ohne jetzt was zu sagen, was so da passiert ist. Es werden viele coole Sachen, die sehr viele Leute sich drüber freuen werden, bald rauskommen. Ohne viel zu sagen, oder? Ja. Hier bin ich immer mit Sonnenbrille durchgelaufen. Vom Match Days in Dallas. Ich bin immer hier mit Sonnenbrille durchgelaufen und habe mich auch übercool gefühlt, oder? Um in die richtige Mentalität für die Games zu kommen. Mach jetzt nochmal, zeig mal, wie du das gemacht hast. Die Coolness ist das Wichtige nämlich. Richtig. Du brauchst fette Cojones, damit du confident bist. Ich bin hier so durchgelaufen, so wannabe Gangster, weißt du? Und dann habe ich mich gefühlt. Und dann hat sogar der gute Kerrigan hat dann zu mir gesagt, is the sun shining in here or while you have sunglasses? Und dann dachte ich mir, pff, hat mich gebumst, Alter. Achtung. Der da hinten Hey, hör mal auf zu filmen, ich hab meine Waffe ausgestreckt gehabt. Also, Max macht das so ganz auf versteckt, so ein bisschen, ob das ja nicht mitbekommen. Aber das ist ja geil, ne? Weil man merkt es halt nicht, deswegen ja, ist es so authentisch. Roman, du warst jetzt ja schon öfter mal in Dallas. Wie ist es jetzt? Ja, so ein bisschen nostalgisch. Das ist ziemlich. Also, ich war tatsächlich wahrscheinlich so 10, 12 Mal mehr als die Jungs in Dallas. Und meine Turniere waren immer im Hyatt. Das war noch die CPL. Ja, und irgendwie erinnere ich mich an vieles. Denke ich zumindest. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, irgendwie erweckt das so ein bisschen Erinnerung. Ne? Vielleicht ein gutes Signal. Wir werden sehen. Wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen. John, hast du schon die AK von Skin Baron? Ich hab die noch hier, ja. Ja, die hat er schon verkauft. Das ist sehr heiß, ey. Das ist, weil ich einen sehr großen Cocker hab. Ich kann nicht ernst bleiben, Digga. Ja, aber das ist die AK fast genau. Gut ist alles. Damit dick. Der Sticker war schon drauf, aber ich wollte ihn nicht runter machen. Damit werden jetzt geile Clips gehittet, dieses Turnier. Ich werde dieses Turnier spielen nur für dich, Max. Und für die Leute da draußen, weil die können später das dann wieder kaufen auf skinbaron.de. Hast du absolut recht. Da hast du schon recht und genau deswegen werde ich sie spielen und beschmieren mit meinen Grabschern. Und dann könnt ihr sie euch kaufen. Und dann werdet ihr automatisch 80% Embusser.
Und wie viel Prozent Gebühren musst du denn nur an Zimbaron abdrücken für den Verkauf? Weil es ein Skin über 1000 Euro ist? 1%? 2%! Siehst du, erst Marketing-Trade, ich nicht. Aber ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir auch einfach die AK hier gerentet und equipped die Inheritance. Gut, das kommt nicht rein. Geht ab, komm hoch. Geht's. Schön, dich zu sehen. Was geht ab, Max? Wir müssen gehen, ja. Bruder. The man. Ich hab's Hülle, Bro. Okay, wir sehen uns später. Elias in Stein. Ja, safe, man. Ich bin gerade am Game. Any thoughts from the new update? I mean, it's good that we had exactly 0 days to prepare for it. It's very good, but I think the map looks interesting. And Vertigo was one of our good maps, so we like it. What about Dust2 being back, Rimbo? How do you feel about that? Yeah. Feeling really good. I mean, it's one of our best maps of all time. It's not the best map, but yeah, we have to show it now. I think some of the things change also in season 2, so maybe it's not the same anymore. So let's see. Is it Ich hab mich richtig eingekleistert, Alter. John auch. Der hat sich übertrieben gemalt, Alter. Ja, das war geil. So 10 Minuten gar nicht so krass. Ja, ich mach halt. Ihr seid halt einfach naturell schön. Ich mein so, Junge! Okay. Ist das? Okay. Guck ihn dir an. Da geht er. Zeiten ändern sich. Was? Komm doch. Komm doch. Hast du diese Knochen hier? Das ist tödlich. Und nee, das ist jetzt gesagt. Ja? Alter, jetzt packst du meinen Roommate an, Alter. Ja? Immer weg. Sitzt von mir, ja? Ich nehme meinen Roommate an. Knallt's, okay? Oh, komm, von so einem Haribo wie dir, der knallt's gar nicht. Haribo. Der Typ ist einfach 2003 geboren. Das ist einfach, das ist geistkrank. Ja. Das ging schnell, Alter. Crazy. Und wann bist du geboren? 2002. Das ist 2002, 2003 war die Wende, weißt du? Ab 2003 kamen die ganzen, wie nennt man die Zoomers, glaube ich. Nennt man das so? So die ganzen TikTok-Kinder und alles. Das kam ab 2003. 2002 war noch so... 2002 war das letzte stabile Jahr, würde ich sagen. Na, safe. Dann ging es bergab. Dann ist Roman retired. Die dritte oder die durch. Komplett. Wie schnell ist denn der Mieter? Ich dachte, der wäre voll lang. Beschwerst du dich? Nee, du kannst auch bleiben. Wir können gerne tauschen. Player Manager, I don't feel good. You know, I have a substitute for me. Könnt ihr euch mal bestellen? Hey, lass was bestellen. Ja. Taco Bell. Wollt ihr bestellen? Ja, bestellt für uns alle mit. Aber alle haben gesagt, Taco Bell ist schlecht. Taco Bell echt Müll. Was gut, was sind Pizza den Leuten, die in die USA reisen? Was ihr braucht in den USA und auch in Deutschland, Berlin, Pizza hat. Taco Bell ist geil. Gibt's auch in der Stadt Frankfurt am Main. So Tacos, Raps, auch gut. Quesadillas. In Berlin gibt's nur ein, zwei Läden, aber müsst ihr holen. Pizza hat beste. Schmeckt wie in den Staaten. Ja, halt, ne? Roman, so ist gut. Das bleibt? Ja, bleibt. Aber jetzt hast du das dann so wie ein Blockhahn, so ein großes Camp. Hallo. Fick dich. Alexander Szymanczyk, wir sind live on air. Ja, klar, Mann. John, was geht? Bro, Lord of the Rings Online, beste Game. Ja, findest du sehr lustig, ne? Ja, normal, ich lieb dich auch, Digga. Das war schon sehr aufdringlich. Ich hab die Kamera, ich zoom jetzt ran. Was denn? Ah, hallo. Hallo. Karim. Vorname, Nachname? Mein Name ist egal, ich bin Kameramann. Vorname, Nachname. Das finde ich sehr viel, das finde ich sehr unprofessionell. Ja, hallo, ich bring mal ein. Hallo, wie geht's? Können Sie sich vorstellen, wer sind Sie? Karim. Hallo Karim, wie geht's? Wie sind Sie gut angekommen hier in Amerika? Wie sind Sie geflogen? Gut. Mit dem Flugzeug? Ja. Danke, auf Wiedersehen. Bis dann. Wie lange müssen wir denn? Roman, ein bisschen Entertainment. Nein, es dauert jetzt ein bisschen. Wir müssen auf M80 warten, bis die fertig sind. You want to do an interview with me? What's going on? You're in a big vlog now. There we go. Das war der Prosos-Vlog. Ich kann auch irgendwelche Amerikaner interviewen. Das kann ich nicht. Die sind eh alle extrovertiert. Ich komme immer. Question number one. When Taz was winning IM Hanover back in 2007 with Pentagram, what else was going on in the world? It A, have Steve Jobs introducing the first ever iPhone.
B, Facebook being created. C, Michael Jordan still playing in the NBA. Or D, an Inception movie being released. No, Inception was later. Yeah, it was 2010. Yeah. So Michael Jordan. Yeah, this or the iPhone stuff. You can choose. I'm between iPhone and NBA. Okay, I say Facebook. Facebook, you mean the iPhone? Was it iPhone or Facebook? It was an iPhone, right? There was two options. It's either iPhone being introduced or Facebook created. No, we choose again. Sorry. We choose the iPhone one. That's correct. Yeah. Yeah. I knew it from, the, let's from go. The second first time. Drin. Ich mach das auch, das kommt super. Was willst du da sagen? Sag, hier sind die. Nee, da bin ich. Doch, nee. doch, bleib mal drin. Ich sag dann, da sind die. Wie heißt der gerade? Mir fällt das Wort nicht ein. Bademäntel. Da sind die Bademäntel drin, mach ich auch und dann bist du da so drin. Ja, und dann? Du machst wieder zu, Alter. Ja, mach wieder zu. Ja, ich sag aber nichts. Ich hab einfach mein Handy. Ja. Okay, ich. Hey Leute, willkommen zu unserem Breakroom in Dallas. Ich zeige Ihnen euch heute einfach mal, wir fangen mal mit dem Raum hier an. Hier sind die Bademäntel drin, da kommt auch gerade Alex. Hallo, ich bin Alex. Da sind die Bademäntel. Tschüss. Da ist der Alex. Ich bin Alex. Hallo, der ist gerade gekommen. Hallo. Wir lassen ihn mal machen. Ja, hier ist der Eingang, hier ist nichts Besonderes. Bisschen Wasser, Kaffeemaschine, Badezimmer. Nicht so besonders aufgeräumt, aber das Bad, Regel unterm Team, hier wird nicht geschissen. Ja, hier ist der restliche Raum, unglaubliche View. Damit meine ich hauptsächlich Alex. Ich bin Alex. Genau. Ja, PCs, leider keine Backpost-Stühle. Das ist eigentlich unser Prac-Room. Noch eine Big-Fahne hier und ein bisschen Deko, eine Couch. Ja, das war's. Mit diesem schönen Headset kann ich nicht nur super zocken, sondern weil ich mein Headset, womit ich normalerweise reise, vergessen habe, habe ich eine neue Funktion von diesem Headset entdeckt. Das ist Bluetooth. Und dann habe ich das einfach rausgezogen, auf den Bluetooth-Knopf gedrückt und dann habe ich im Flieger richtig guten Sound. Funktioniert das wirklich? Ja, das hat Bluetooth. Super. Krass. Ohne Dongle? Ja, ohne Dongle. Einfach Bluetooth-Knopf drauf gedrückt, habe ich mit meinem Tablet verbunden. Und hat super geklappt. Lautstärke auch anpassen, hier, auch am Tablet, super. Er wollte nicht gefilmt werden. Alex hat es gar nicht mitbekommen, ich habe so weit, da sind die Bademäntel drin. Ich sehe jetzt so drin,